Molle de Timex hier. Wir spielen Played Up. Wir haben jetzt 14 Stunden lang oder so versucht in der Vergangenheit einmal alles zu vollautomatisieren. Es ist höllenschwer. Ich hatte jetzt eine Woche No Food Challenge. Umatra hat in der Zeit eine Woche lang recherchiert, was ist der beste Seed, was ist die beste Speise, was sind die besten Karten. Der hat richtig Forschung betrieben für dieses Spiel, wo man es am ehesten schaffen kann. Und wir sind jetzt zu diesem Ergebnis gekommen. Jetzt soll es klappen. Sollte es schaffen, dass wir alles vollautomatisieren, kriegt Umatra 10 Subgifts. Ich vertraue ihm da, dass das klappt. Wir haben jetzt gestartet mit einer Spülmaschine, mit einer Gasüberbrückung. Das ist es. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn euch das Ganze gefällt. Abonniert gerne den Kanal, da kommen die krassesten Folgen, die krassesten Runs. Ihr wisst gar nicht, wie oft wir im Stream 2 Stunden lang spielen. Dann wird sich einmal verklickt und ein dreckiger Teller falsch genommen oder abgelegt oder ein Pizza ohne einen Teller ausgeliefert und man hat verloren und alles ist weg. Riesenbruch. Auf YouTube kriegt ihr nur das Beste. Deswegen auf jeden Fall abonnieren und viel Spaß. Mach mal wow, was machst du hier schon wieder für eine Scheiße? Wieso? Nö, nichts. Ich wollte nur sagen, über deine Scheiße labern. Let's go. Hat gar nichts das gebracht, wird der Run. Was du gerade gemacht hast. Doch. Ja, okay. Ich sitze dich da dran. Die Gasüberbrückung brennt nur schneller ab, wenn ich sie auch drücke. Wenn ich sie dann nicht mehr drücke, verbrennt es nicht mehr 400% schneller. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nur, wenn es aktiv ist. So, jetzt brauchen wir einen schnellen Forschungstisch. Den Hop können wir mal speichern. Oh, spielst du auf Englisch? Ich glaube, wegen den Mods ist das umgestellt. Oh. Das geht nicht anders, wegen den Mods. Einmal möchte ich schaffen. Brauchen wir noch eine Pizza? Nee, außer es kommt noch wer. Nein, das reicht doch für 6 Stücke, Alter. Was haben wir denn noch gemacht, hä? Du hast geklingelt und keiner ist mehr gekommen? Ja. 20% less patience. Ey, Umatra. Was? Oh, was müssen wir das hier abbrechen? Weniger Geduld. Oh. Forschungstisch. So, das war's schon wieder, ne? Hast du genug gedrückt? Ja, ich hab 3 oder 4 Mal gedrückt. Ja, dann gut gespielt. Nice. Ja. Rabatttisch ist das schlechteste. Ja, erstmal. Ist ein Kopierer. Was ist es? Ist ein Kopierer. Ist ein Kopierer direkt. Reicht das? Ja, ich glaube, es ist fertig. Hä? Man kann einfach 3-mal drücken und es kommt keiner mehr? Ja. Das ist ein Scam, wie geil. Oh. Preiswert oder charmant? Ich glaube, rechts ist besser. Kunden das setzen sind, sich an ja. Tische, bevor sie abgeräumt das worden ist. Das ist halt auch stark. Läuft das Gleiche hinaus. Entweder sich an den dreckigen Tisch zu setzen, aber ein dreckiger Tisch ist ja später dann, ich finde rechts besser. Weil ja. Der Tisch wird ja vollautomatisch abgeräumt später. Genau, aber teilweise dauert es echt ein bisschen, bis der abgeräumt ist. Das hatte ich. Preiswert. Wir wären Fastfood-Restaurant. Fastfood-Pizza-Restaurant. So, ich habe jetzt beides geupgradet und den Rest kannst du eigentlich auch machen. Weil dann müssen wir nicht mehr die Bestellungen annehmen. Echt jetzt? Ah, stimmt. Ja. Ich hatte irgendeinen Super Run gesehen. Was sind das für Dinger? Metalltische oder so, ne? Genau, Metalltische. Drück mal das Telefon durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt nicht mehr so viel. Ah. Ich muss noch kopieren, genau. Kopieren dauert ein bisschen. Gute Runde. 104, gefällt mir. Wir haben echt einen guten Run. Wir haben früher 2 Forschungstische bekommen. Wir haben gute Karten bekommen. Das sieht gerade nicht allzu verkehrt aus, wenn du mich fragst. Ja. Aber was weiß ich schon. Brauchen wir noch eine Pizza? Eine einfache Frage, die mit Ja oder Nein beantworten kann. Sorry, ich muss mich gerade übel konzentrieren und du bist immer noch sehr, sehr leise. Mach mich lauter bei dir. Ey, dann lass rollen. Ja, lass rollen. Aber stopp, da ist noch ein Greifer. Wollen wir den? Nee. Nur Transportband für 20. Für später kaufen, für irgendwas brauchen wir eh Transport, nee, oder nicht? Nee, gar nicht wirklich. Transport nicht. Wirklich nicht? Gar nicht wirklich. Du kannst einfach als Transportband, kannst du rein theoretisch, wenn du willst ja dazwischen stellen, einfach um irgendwas weiterzuleiten. Ja. Kannst du einen Tisch nehmen oder so. Ist wirklich ganz schlecht. Okay, dann 5 Sachen zum Rollen haben wir, ne? 6. Dann lass rollen. Mixer müssen wir upgraden. Das ist das Saugroboter. Können wir uns schon leisten. Obwohl, kann sich die Waschmaschine noch verwandeln? Wieder? Ja, kann sie. Echt jetzt? Ja, ja. Warum kann sich die Kochstelle nicht mehr verwandeln, aber die Waschmaschine noch? Das weiß ich nicht. Dann kaufe ich einen Mixer und packe da einfach Tomaten rein. Genau. Kaufen Mixer. Wir brauchen echt viel mehr Blaupausenkabinette, ne? Ja, ja. Guck mal, während ich jetzt hier bin, ist die Tomate einfach fertig. Zack, das ist doch schon mal richtig chillig. Nie wieder selber Tomaten schneiden, wichtig. Dieser eine Greifer und Mixer ist so ein Upgrade. Ja, ja. Ja, ist es. Das macht auch richtig Spaß, dann zuzusehen, wie es einfach dadurch einfacher wird, ne? Durch so Kleinigkeiten einfach. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo ich die dreckigen Teller hinstelle, falls es gleich dazu kommen sollte. Kommt es nicht, das war der letzte Scheißkunde, Alter. Mann, du dummer Wichser, Alter. Ja, okay, ist nun mal. Dann drück das Telefon so auf, wie du möchtest, okay? Und wenn wir dann diesen wunderschönen Run, den wir gerade haben, einfach verlieren, weil du 5 Gold mehr haben wolltest. Gold dann ist auch geil. Du bist so ein Nerd. Umatra war vorhin einkaufen beim Bäcker und hat sich ein belegtes Brötchen gekauft für 3 Gold. Cool. Umatra rechnet immer an Gold und Coins und Talern. Von mir aus, ich nehme sie alle.
Juckt. Du bezahlst mit Gems, ja gut. Ich zahle lieber mit Gems als mit Talern und Gold. Es ist so, guck mal, das Geilste ist, ich nehme den Teig und ich kann ihn einfach hier hinpacken. Ja. Und er braucht keinen Tresen. Das ist cool. Machen wir nur einmal. Unterschätzt die Macht des Regens. Bei Nacht. Bei Nacht, ja. Ah, kommt noch was. Alarm. Gesagt, ich hab's dir gesagt. Na komm. Also von Anfang an habe ich's dir gesagt. Komm. Unterschätzt die Macht des Nachtregens nicht. Oh, was ist das hier? Das ist krass. Transportmixer. Den brauchst du. Den kannst du direkt kaufen. Direkt da, ich sehe nichts. Ist, finde ich, ein guter Vergleich. Hochleistungsspülbecken. Ja. Arschritze wird einfach zu Power Sink. Viel geiler. Stimmt. Power Sink einfach. Power Sink geiler als Hochleistungsspülbecken. Bring das mal jemandem bei. Ich kaufe einen Transportmixer. Willst du komplett umstellen? Dann kann ich mich schon ein bisschen gemütlich machen. Mach dich gemütlich. Mach dir gemütlich. Ich werde jetzt umstellen, also, ein bisschen. Sag du, was du brauchst. Ich nehme mal dann alles weg hier. Power Gefällt mir, wie es sich langsam aufbaut. Es ist geil. Ja, es ist geil. Gut. Ach, scheiße. Vielleicht müssen wir. Ich muss halt noch den Ding auf dreckiges Geschirr einstellen. Warum ist das gut, wenn die sich jetzt nach unten setzen? Legst du mir die fertigen Dinger hin schon? Das wäre super. Den auf Teller? Ja. Aber ich kann nicht, geht doch so. Ich geb das jetzt hier und geh erstmal kopieren. Ja, passt. Kopieren, nicht verbessern, ne? Ja. Einmal, zweimal. Ist schon geil. Ist schon geil, ist jetzt schon geil. Gasüberbrückung, eigene Spüle habe ich. Ich brauche noch einen Smart Grabber, dann wird hier auch automatisch abgeräumt. Guck mal, wie schnell der Teller sauber ist. Also ich kann ja so schnell eine Pizza machen, ich könnte uns 7 Pizzen überproduzieren. Was mache ich später, wenn das Essen vollautomatisiert ist? Mit bedienen? Wir machen später beide nichts mehr. Ja, persönlicher Kellner. Ja. Ist ja gar nichts. Ja, ist nichts, ist gar nichts. Macht schon viel mehr passieren. Spaß, als wenn jetzt... Oh, da ist Blaupausenkabinett. Jetzt würde ich sagen, kopieren wir das. Das Blaupausenkabinett, Aktenschrank, das kopieren wir, 100%ig. Ja, kommt nochmal. Krank. Das ist schon fast, das ist schon so automatisch. Das ist geil. 171. Brauchst du mehr als 2 sichere Kochstellen? Ja, langfristig ja, aber kriegen wir noch so hin. Nur upgraden oder auch direkt kopieren? Direkt auch eigentlich kopieren, oder? Nee. Wieso, wenn das ein Rotator wird? Du übertreibst es dann immer und dann wird es hier oben so unübersichtlich. Ich glaube, wir brauchen wirklich nicht zu viel. Wir brauchen eigentlich nur einen Rabatttisch. Aber wenn es ein Rotator... Der Rotator ist auch nicht so krass. Immer mal wieder eine Küchenmatte, immer mal wieder Geschirr, immer mal wieder ein Esstisch. Ja, okay, dann kopieren. Aber wir wollen kopieren gar nicht den Rotator. Upgraden. Genau. Wow, es ist in-game am Regnen. Und bei mir im echten Leben auch. Das ist ja gigaverwirrend gerade gewesen. Weil ich hinterm Dach wohne und ich höre es richtig laut regnen. Und ich war jetzt gerade eine halbe Minute am Überlegen, ob es bei mir regnet oder ob es im Spiel regnet. Bist du überfordert? Das hat mich überfordert, ja. Nein, also ich habe jetzt dreimal gedrückt, jetzt, ne? Ist, guck mal, die Zeit unten. Naja. Na, woran hapert es denn bei dir gerade? Was ist es denn? Naja, nicht genug Tische, ne? Um 10.000 Leute gleichzeitig zu bedienen. Das ist eigentlich alles. Easy geschafft. Ja, aber easy. Wenn 5 Leute mehr gewesen wären, dann wäre die Zeit da runtergelaufen. Wir brauchen auch Kaffeetische. Kaffeetisch kam gerade. Das erste, was ich aufgemacht habe, war Esstisch, Kaffeetisch, Behälter. Ja. Kaffeetisch kaufen oder mehrere kaufen? Oder den kopieren? Autoplater. Das bin ich mal gespannt. Wenn ich das hier hinzu, ist automatisch. Okay. Dann tue ich das drauf und wird das fertig. Das kann ich drücken zum Boosten, muss es aber nicht. Ja, wieso liegt das? Was denn? Ach so. Ich war nur kurz verwirrt. Wow, die ist echt langsam, ne? Sehr langsam, deswegen brauchen wir davon so viele. Upgraden alles, ne? Ich habe jetzt nicht überprüft, alles, ich bin vertraut. Alles machen, einfach alles machen. Okay, ich kann halt bekloppt schnell Pizza produzieren, das war das krass. Stimmt. Guck mal, da ist immer noch 2 auf Tasche. Ja, das ist cool. Gas immer anlassen, geht dann schneller. Das muss man manuell drücken. Das schreibt ihr die ganze Zeit. Das hat mich wahnsinnig aggressiv. Muss man wirklich? Das stellt sich quasi wieder aus, nachdem du es einmal gemacht hast, ne? Oder? Ja, ich muss es gedrückt halten. Die haben hier ein unfassbares Küchenbodenproblem. Boah, wie die Pizza vorproduziert, ist geil. Woran hapert es gerade? Gar nichts. Nichts, wir brauchen gleich mehr Tische und die...
brauche mehr Kombinierer und ich weiß halt nicht, wie ich aus Teig, wie ich aus Mehl mit Öl und Waschbecken vollautomatisch den fertigen Pizzaboden mache, leider. Rabatttisch wollen wir jetzt kaufen, stimmt. Genau, den brauchen wir. Den kaufst du so direkt einfach. Stell den hier hin. Dann lass direkt Practice Mode jetzt einstellen. Ah, er saugt ihn. Er saugt, er ist ein Sauger, guck mal. Er hat leider gesaugt. Kriegst du das hier noch eingestellt? Ja. Kannst du den mal schnell runternehmen? Oh! Nein, oh! Hast du gesehen? Es ist unmöglich, es ist unmöglich. Hast du es gesehen, was passiert ist? Er brät jetzt einfach den Teig, lass es. Jetzt müssen wir hier eine unfertige Pizza hinpacken. Warte, tu mal den Käse hier rein und so. Na, dann scheiß drauf, die unfertige Pizza kann ich auch gleich noch auflegen. Jetzt habe ich das Pizza hier weggemacht. Ist das schlimm, muss da Pizza hin? Nee, unfertige Pizza muss da eigentlich hin, ne? Ja, lass aber einmal testen, ob es klappt. Das soll ich wegnehmen hier im Mülleimer. Haben wir jetzt verloren? Nee, da kommen einfach. Kann man einen Übungstag verlieren? Nee. Nee, kann man nicht. So, ich tue es jetzt hier hin. Oh, krass, die ist fertig. Gesehen? Ja, instant auch, ne? Hast du das gesehen? Guck mal. Ja, mach mal. Ich leg's hier hin. Zack. Bam! Oh. Fertige Pizza. Ganz schön befriedigend, ne? Huh, das ist wirklich äußerst befriedigend. Krass. Das ist heftig. Okay, ich könnte gerade abbrechen. Ja. Alright, haben wir alles richtig eingestellt? Ich glaube. Dann lass es uns versuchen. Genau, den kannst du am Anfang drücken. Das ist krass. Du musst aber anfangen, die Leute zu bedienen. Ja, natürlich, Digga, verarschst du mich. Sobald ich wegfalle, kann ich auch die Klobürste werden. Ja. Und du bist nur der Räumer. Und ich bin die Klobürste. Soll ich das Telefon läuten? Ach so, genau. Dann macht einer dauerhaft die Klobürste und der andere bedient einfach die ganze Zeit. Mhm. Nee, ich würde es nicht läuten, es regnet draußen. Und wir haben nur zwei Tische. Immer noch eine Frechheit, als jemand meinte, Papa Platte und Basti sind so gut wie Romatra und ich in dem Game. Ja. Ja, das ist ja wirklich, Teller werden echt langsam abgesaugt. Das heißt, man braucht einen Teleporter hinter jedem Tisch. Genau, und jeder Tisch braucht dann zwei Einweichbecken quasi. Ja, wenn wir das wirklich schaffen, du kriegst mehr als 10 Subkits, 20 Subkits für dich. Was ist das Ziel des Spiels, so weit zu überleben, wie es geht? Wir haben das Spiel schon durchgespielt, wir waren Tag 15, jetzt sind wir über Stunden Tag 4. Und jetzt kann man versuchen, immer weiter, so lange wie es geht, zu überleben. Und da versuchen wir jetzt Rekord. Mixer. Ja. Wer ist das? War das Romatra? Sind bei dir Menschen? Bei mir sind Menschen, ne? Locken! Lock! Ja. Wieso? Wie sind bei dir Menschen? War ich zu Hause, weil ich gerade in Stuttgart bin. Das war dein Vater! So, mein Vater war das, ja? Bei Romatra ist gerade ein Zuschauer ins Fenster geklettert. das ist richtig hart, das wäre so, weil geil, ich bin, ne? Einfach irgendwie im vierten Stock. Und du sagst so, ey, hör mal auf, hier reinzuklettern, was soll das? Und er klettert einfach so rein, so ein 13-Jähriger, klettert einfach mit einer Leiter in dein scheiß Zimmer rein. Dann sagst du, ey Max, warte mal ganz kurz, hier klettert gerade ein Zuschauer rein. Oh, scheiß, mir ist die Spülung runtergefallen. Wow. Gut gesehen, ich dachte, das reicht bis zum Ende, wir waren noch so schnell. Eine Pizza ist fertig. Noch eine Pizza fertig. Mann, das läuft so. Noch eine Pizza fertig. Also wir sind gar nicht irgendwie im Stress, ne? 325. Ach, Dingsrunde. Aber gut, jetzt ist doch geil. Das wird jetzt krank. Wir quetschen die gesamte Küche vollautomatisch hier oben rein. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das geht mit der Spüle und dem Öl, ne? Okay, let's go. Warte, ich muss mich wieder einsperren. Ich komme mir echt gar nicht mehr raus. Krank, Digga. Okay, let's go. Jo, ihr habt erst viermal rerollt. Ja, krass, ne? Wir können mal rerollen. Stimmt, wir haben erst viermal rerollt. Wow, die setzen sich schon an den... Scharfes Besteck später wird nicht wichtig, ne? Guck mal, wie viel die da draußen schon warten, ne? Spülbecken sichern, ne? Nee. Ich kann halt keinen Speicher machen, ich kann nicht kopieren, guck mal. Ich hab keine Pizza mehr, siehst du das? Ja, ich seh's. Ich kann nicht einmal die Runde kopieren, wir haben keinen Speicher von der fertigen. Das stimmt, das ist scheiße. Nimm eine mal ganz weg, dann gebe ich dir direkt die nächste. Perfekt, und ich lauf wieder hoch. Ey, fuck, wir brauchen mehr... Mehr? Brauchst du mehr Besteck? Nee, mehr Tische. Was, wieso ist denn das immer so hardcore geworden? Brauchen wir eine neue Pizza? Komme. Ich wasche einfach. Ich mach ohne Bürste. Scheiß drauf. Ich mach einfach ohne Bürste, wasche ich. Okay. Geht doch super schnell. Wofür der Krampf? Und jetzt geh ich wieder hoch und hol die Pizza. Egal, was wir machen, der nächste Tag muss chilliger werden.
Wie viele Tische kannst du denn? Wie viele unfertige Pizzen da sind, krank. Ja, aber die spawnen da instant am Anfang, das ist Mann, krank. Ey. Das ist krank. 400 Flocken, Alter, wow. Es wurde auch ein smarter Greifer. Wollen wir hier Eckgreifer oder smarter Greifer? Wir wollen Eckgreifer einmal. So, aber wir können ja auch smarter, wir können easy. Den kaufen wir trotzdem nach. Einweichbecken, brauchst du für 10? Ja, aber das müssen wir nochmal kopieren, das ist das Kopierbare. Digga, ganz, soll ich ganz ehrlich sein? Was? Eine Woche nichts essen und eine Woche nichts mit Geschmack war krank. Ja. Aber Digga, ich habe mich so doll eine Woche auf Koffein gefreut. Dass man einfach voll, weißt du? Ja, ja. Ich bin nicht physisch süchtig, sondern psychisch süchtig, würde ich sagen. Ja, es fühlt sich einfach besser an mit Koffein, ne? Mhm. Ich habe nur Angst, dass die Pizza nicht schnell genug gemacht wird. Wird sie auf gar keinen Fall. Aber es ist ja relativ einfach. Ich meine, wir kriegen ja fertige Pizzen. Wir müssten jetzt ja nur ein Eckband. Ja, wir brauchen zwei Eckbänder wir brauchen nur zwei Eckbänder, hä? Wir brauchen sogar nur ein Eckband eigentlich. Obwohl, ja, dann wieder auf die Mainline zurück. Ja, ja, genau. Aber krass, dass ein Mensch mit der Bürste das alles hinkriegt, ne? Ja, wie doll auch. Ich sag, es ist besser, wenn wir einfach alle Teller hier in das Kackding laufen lassen und ich dann hier 4 auf einmal sauber mache. Also das, was du jetzt gerade machst, kriegt uns, glaube ich. Das waren 4. Guck, jetzt kommen alle und jetzt kann ich in der Zeit loslaufen. Hat mich gebrochen. Wieso? Wieso? Was ist denn? Ich habe 2 Pizzen aufgenommen. Die Runde müssen wir neu machen. Sicher, warte mal. Sicher. Kann ich dir die Pizza nicht abnehmen? Da oben? Oben der Tresen, nee, ich nehme die Pizza weg und du tust die Pizza hin. Wir machen die Runde jetzt neu. Nein. Hey, direkt über dir der Tresen. Wenn wir diese Runde verlieren, bin ich so sauer auf dich. Ja, ich weiß, aber direkt über dir der Tresen. Okay, ich lege es jetzt bei mir über mir auf die Tresen, okay? Ich nehme das Ding instant weg. Ah, nee, scheiße, ich habe die Bürste in der Hand. Ich habe auch 2. Ja, los. Wir brauchen mehr Teller im System. Ja. Warum Neustart? Warum akzeptiert man keine Niederlage? Witzig. Warum versuchen zu schreiben? Warum akzeptiert man keinen Bann? Wir wollen nicht dieses Spiel spielen, wie man es spielt. Man geht in ein, man eröffnet ein Restaurant und versucht so weit zu kommen, wie es geht. Das ist das Spiel. Wir wollen einmal alles vollautomatisieren. Das ist unser Ziel. Digga, du guckst 5 Stunden den Stream und hast das nicht verstanden. Ich muss jetzt langsam mal kopieren, Alter. Guck mal oben den Zeitbalken an. Guck mal oben den Zeitbalken. Ja, aber ich komme hier ja nicht weg. Es wird ja nicht chilliger. Gegen Ende wird es chilliger. Und dann muss ich 7-mal kopieren, hä? Das Geschirr muss gar nicht weg. Es reicht ja schon, dass die so... Jetzt hast du den Zeitpunkt verpasst. Es muss ja gar nicht gespült. Wenn da Teller liegen, ist das ja egal. Du kannst ja, während die Teller unterwegs sind, da kurz hingehen, hä? Sehe ich das richtig? Ja. Also müsste ich alle Teller weg sein, aber solange die Teller immer in Bewegung sind, kannst du die Leute bedienen. Ja, genau. Okay, gut. Du musst wieder spülen. Sofort. Wieso muss ich spülen? Weil ich nicht mehr hinkriege sonst. Solange im Viererbecken stackt, ist ja eigentlich alles gut. Sind wir so dumm? Warte mal ganz kurz. Das ist was doch für denn? Dich. Dein Gehirn kann das Problem in 5 Sekunden lösen. Was ist denn dein Diese beiden Bänder. Ja. Zwischen diesem Band und dieser Spüle irgendwie packen. Dass wir mehr Puffer haben. Könnt ihr das einfach hier so... Aber ich muss hier noch arbeiten können. Schafft, da geht das? Ist das möglich? Dein Gehirn kann das instant fixen. Genau, wir haben ja sogar noch einen Tresen. Willst du noch mehr speichern? Ja, noch mehr speichern. Speichern. Oh, das war gar nicht krass. Was jetzt? Sorry, der hat das Ding wegteleportiert. Hat er wegteleportiert? Das kannst du fixen. Du musst oben hinrennen und das eine Pizzastück weg. Was auf dem Teleporter liegt in dem Kochraum. Okay, mach ich. Ja, das musst du hinkriegen. Schnell. Aber ich muss... Ich kann nicht bedienen gerade. Ich lauf. Ich seh's, ja klar. Na, da jetzt drauflegen wäre wieder dumm. Tust doch schon speichern. Oben. Du hättest doch einfach in den Freezer liegen. Ah, ja, los. Mein Gott. Ich muss waschen. Du musst ganz, ganz dringend waschen. Ist noch alles gut gerade? Ja. Der Zwischenspeicher ist so geil. Guck mal, wie ich hier arbeiten kann. Nur wegen des Zwischenspeichers. Ich hab vielleicht keine Teller mehr, oder? Ich weiß gar nicht. Mehl wird geknetet, kombiniert mit Öl zum Pizzateig. Tomate wird in Stücke geschnitten und zu Tomatenmark gemacht. Käse wird geschnitten. Alles wird kombiniert. Es wird abgetragen auf 2 Kochstellen.
von den zwei Kochstellen auf einen Tresen, vom Tresen runter zum Portionierer, der schneidet das in Stücke, transportiert es weiter auf einen Zwischenspeicher, den wir sogar für die nächste Runde nutzen können und von dort in den Teleporter. Von den Teleporter jetzt packen wir das auf einen Servierer, dass es auf Teller direkt gelegt wird. Und von da aus möchten wir es dann vollautomatisch den Gästen bringen, später. Korrekt. Bevor wir jetzt mit den Smart Plater und den ganzen Aal machen, Waschstraße-Fokus. Waschstraße-Fokus, genau. Überleg erstmal genau, wohin. Du möchtest die Reihe hier haben. Wir müssen genau nach unten machen. Diese Reihe müssen wir wieder. Da kannst du mir direkt helfen. Alle. Das mache ich. Mach du schon mal anderen Scheiß. Okay, dann bringe ich schon mal die Teleporter hoch. Soll ich noch einmal Mehl kaufen? Nee, wieso denn? Achso. Ja, soll ich noch ein Einweichbecken hier kaufen? Oder sollen wir es kopieren? Kopieren. Wir brauchen die ganze Zeit. Wir brauchen noch mehr Einweichbecken. Oh. Ey! Oh, was, du hast dich getötet! Ich hab's verschallert. Das eine Waschbecken hier reicht nicht. Du willst noch ein Einweichbecken dahinter klemmen. Für jeden Tisch brauchen wir zwei Einweichbecken, okay? Gerade haben wir drei Tische, ergo 6 Einweichbecken, okay? Mhm. Das ist der Play. Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen. Das war's. 3 Tische, 6 Einweichbecken. Ja, wir haben mehr als 6. Und du willst immer noch mehr haben. Ja, wir wollen dann ja mehr als 3 Tische irgendwann haben, oder? Oder ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen später. Machen wir uns einmal Practice Mode, sorry. Es ist der hart. Ey, easy. Es ist mega. Ey, wenn das einmal klappt, das kann ich mir noch in 10 Jahren reinziehen, was wir hier für eine Scheiße gemacht haben. Wir können raus aus dem Practice Mode. Nein, lass mich doch raus. Ich muss hier raus. Okay. Wenn du nichts zu tun hast, schau dir die Zeit an. Ja, ja. Jetzt steht da gerade keine, ist korrekt, ne? Ja, genau, manchmal steht da keine, manchmal steht da dieses Regensymbol. Blaupausenkabinett? Noch ein Kopierer? Zwei Blaupausenkabinette kann ich jetzt machen. Mixer. Da ist gerade gar keine Zeit die ganze Zeit, ne? Es regnet zwar. Das ist krass. Da müssen wir hin. Die Pizzen stauen sich aber auch nicht, ne? Nee, das wundert mich. Der Portionierer ist zu langsam. Guck mal, die Pizzen backen zusammen. Ja, die Leute haben recht. Wenn das frei ist, gehen beide fertigen Pizzen zusammen. Siehst du, zack. Ja. Das ist scheiße. Speiseaufzug gelockt. Das ist gut. Die Waschstraße ist genial. Wir können die Waschstraße nicht verlängern. Das wird nichts bringen. Der Portionierer ist oben zu langsam. Stimmt. Der kriegt's nicht hin. Wie krank langsam ist der? Können wir irgendwie 2 davon anschließen oder so? Oh, Zeit unten. Hast du die im Blick? Ja. Der hat keine Pizza vorproduziert, ne? Aber ja, okay, nicht gut. Einmal im Game. Nicht einmal im Game war er vorproduziert. Digga, der Portionierer ist zu langsam. Krank. Absolut. Also rein theoretisch können wir da 2 Portionierer anschließen an dieses eine Ding. Müssen wir ein bisschen rollen. Dahin. Vielleicht ist das Förderband nur zu lang. Was ist, wenn wir an den Portionierer 2 Förderbänder anschließen, die verschiedene Richtungen gehen? Der Plan wäre, dass wir einen zweiten Portionierer machen und an den zweiten Portionierer ein Förderband. Und das dann zu einem Teleporter. Und dann liefert jeweils ein Teleporter. Nee. Digga, wir upgraden gerade einfach nochmal ein Förderband. Wir upgraden nochmal einen Forschungstisch. Wir upgraden nochmal einen Speiseaufzug. Und wir speichern die Kochstelle. Und jetzt haben wir nichts mehr. Guck mal, das Rollsymbol unten ist weg, weil wir nichts mehr zum Rollen haben. Weil wir alles können gekauft. Können die auch kopieren, wenn wir nächste Runde rollen. Gibt's irgendwas, was wir ein, zwei Mal rollen können? Was ist hier denn drin? Conveyor, komm, scheiß auf den, bitte. Warte, nein! Wir machen jede Runde 4 Stück. Ich weiß, aber ich hol dir diese Runde. Okay. Nein, ey! Was willst du denn noch alles? Nichts einfach anfassen. Okay, jetzt müssen wir die Runde. Wenn wir diese Runde überleben, kriegen wir. Du sagst jede Runde. Wenn wir noch eine Runde überleben, ist danach. Mann, danach ist, Mann, ich danach weiß haben wir es. Ich bin süchtig, okay? Seit 7 Stunden sagen wir, müssen noch eine Runde überleben, dann haben wir es. Wir werden jede Runde besser, aber jede Runde kommen mehr Kunden. Dass wir überhaupt noch drin sind, ist schon ein Wunder. Das ist ein Wunder. Was muss ich jetzt noch locken, wenn was kommt? Geschirr ist es nicht mehr. Immer noch Speiseaufzug, ne? Speiseaufzug? Nee, eigentlich auch nicht mehr. Zu spät. Was denn? Was denn dann? Ja, weiß auch nicht. So schnell wie möglich, dann Hilfe. Weil ich muss ja auch immer mein Tablett ablegen, wenn ich deine Leute finde. Das ist ja der absolute Oberfick, Alter. Einer. Alles fertig. Alles fertig, dann ist jetzt deine Aufgabe gekommen. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Max. Um was zu tun? Genau das zu tun, was du jetzt machst. Nur die ganze Zeit. Immer und immer wieder, dass wir diese Runde überleben. So schaffen wir es, Max. Das ist es. Wir machen jeden Tag so viel Cash und jeden Tag kommen so viel mehr Leute, wo wir eigentlich Flawless gespielt haben, aber es regnet. Egal, man soll das Spiel gar nicht so lange spielen. Hast du gerade 3 Teleporter gelockt? Das ist korrekt. Das ist ganz schön geil, Alter. Aber solange wir so regelmäßig Leute beliefern, was ist denn so schlimm an Nacht? Dass mehr Leute kommen, die wir wegbeliefern.
Und desto mehr Leute in der Schlange stehen, desto kürzer ist diese Zeit. Weißt du, was ich meine? Für die nächste Runde ist wieder vorproduziert. GG. Wow. Digga. 1145. So, und von hier geht das jetzt zu Teleporter 7. Und dann wird auch der zweite Tisch komplett autonom beliefert. Wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin, sind wir jetzt fertig. Ah, nee, warte. Natürlich noch nicht. Tut mir leid. Zack. 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 Das ganze Auslieferungssystem ist doch gar nicht da. Ach du Scheiße. Warte mal. Soll ich eine Spüle rausbringen? Die brauchen wir eh nicht mehr, ne? Brauchen wir nicht mehr. Wenn das eh die letzte Runde ist, kann ich auch... 6. Ja, ich mach mal ein, zwei Spülen noch weg. Ich würde sagen, das ist die letzte Runde. Wenn das ist, also das ist die jetzt... Soll ich den... Dann kriegen wir nie wieder einen neuen Eckgreifer. Dann nehmen wir den jetzt. Ja. Wir können auch noch Smart Greifer. Wir haben ganz viele Smart Greifer. Ja, Smart Greifer. Aber kommen wir beide nicht mehr. Ich bleib hier oben stehen und du bleibst unten stehen. Okay. Ich würde sagen, ich bin echt happy, wenn das fertig ist. Es wird auch sonst wirklich wir nur noch drücken nichts. Wir drücken Start und drücken nichts. Wir drücken Start und drücken nichts. Dann stellen wir uns jetzt hier hin, gucken uns an. Ja, und machen gar nichts. Okay? Okay. Machen Blitze fertig, go. Warum muss es jetzt regnen? Dann sind sie noch ungeduldiger. Wir haben noch mehr Kaffeetische. Oh, der erste ist weg. Also das Ausliefern geht flawless. Guck, wie die... Oh, der Speicher ist natürlich sofort voll. Ja. What, dass das noch geklappt hat? Digga, zwei Kochstellen reichen nicht. Doch, die müssen nur anlaufen. Aber ja, stimmt. Zwei Kochstellen reichen nicht. Aber die müssen anlaufen. Das Problem ist, sind angelaufen. Langsam sind. Jetzt sieht das gut aus. Oh mein Gott, das ist so geil. Wir machen gar nichts, verstehst du's? Oder reichen zwei Kochstellen nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die anlaufen müssen oder ob die einfach straight up nicht reichen. Ich meine, was heißt anlaufen müssen? Wir haben mit 8 extra Pizzastücken gestartet als Puffer. Die reichen nicht. Wir frühstücken vollautomatisch mehr Pizza ab als zwei Kochstellen. Aber bisher ist noch keine Schlange vorm Restaurant. Also allein, dass wir es hier hingeschafft haben, ne? Für diesen Run hast du dein Privatleben aufgegeben. Ja. Also, keine Ahnung, ich hab so lange drauf gewartet, dass es genau so läuft. Vor allem noch besser, weil wir ja dieses Curve bekommen haben. Wir müssen ja nicht mehr die Annahmestelle drücken, ne? Wir spielen so falsch, Digga. Aber das macht es wiederum so richtig. Halber Tag ist um, wir haben nichts gedrückt. Aber ist mir scheißegal, wenn wir die Runde geschafft haben, habe ich alles erreicht. Weißt du, ich hab alles erreicht im Leben, was ich wollte. Wenn dann noch näher kommen, dann ist es so. Wir haben jetzt schon gewonnen. Wir haben gewonnen. Digga. Es ist auch nirgends Platz verschwendet, ne? Es wird immer mehr, dass wir für nächste Runde jetzt am Anfang auch noch so irgendwas haben. Digga, ist das krank. Errungenschaft, work smart. Haben wir die Errungenschaft bekommen, work smart? Ja. Wir haben eine Runde lang nichts gedrückt, Digga. Komplett gar nichts. Gab's einmal eine Schlange? Nein, das will ich mal probieren. Können wir die Leute blocken, die hier reinlaufen? Komm her, stell dich mal in die Tür. Ja, das ist es. Nee, die sind stärker, ne? Die sind stärker als wir. Jetzt hier und jetzt dagegen laufen. Was? Ja, ja. Oh. Digga, wie die drücken. Ja, ja. Todesnervig. Geht nicht, oder? Oh, jetzt haben wir sie. Oh. Wir waren over... Welcher Tag war es, als wir es gepackt haben, Max? War es Overtime Tag 16? Boah, wir waren ein, zwei Mal so kurz vor Verlieren, ne? Ja. Digga, 1400. Digga, da oben ist ein Brief. Sind die dumm? Ja, weiß auch nicht. Weiß auch nicht, was das soll. Also wir können das noch weiter treiben. Lass speichern. Wir speichern jetzt aber nach 8 Stunden. Ja, wir speichern. Ja, Digga, wir sind fertig, Mann. Wir sind fertig. Ich habe heute 5 Games ja. announced und davon keins gemacht. Aber es war auch zu krass. Es ist wirklich heftig. Ist das heftig? Das habe ich mir so sehr gewünscht, ne? Ciao, bye bye. Hau rein, tschüss.